Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es um die Oscars 2014. Die Oscarverleihung 2014 mit dem unfassbar reizenden Host Alan G. Green. Super Host, super lustig. Der Tweet, den sie gemacht hat. Bin nicht auf Twitter. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Retweets. Aber dieses Foto ist unglaublich cool und sie haben den Twitter-Server lahmgelegt. Was ist noch passiert? Sie hat Pizza bestellt und dieser Pizzabote hatte wahrscheinlich den coolsten Abend seines ganzen Lebens. Wenn ich Harrison fucking Indiana, Han Solo Ford ein Stück Pizza geben würde. So, aber jetzt müssen wir um das reden, um was es hier wirklich geht. Nämlich, wie unfassbar gut Jennifer Lawrence aussieht. Nein, wir müssen natürlich über die Filme reden. Ich habe mir jetzt nochmal mein Video angeschaut, wo ich die Nominierten die Oscar-Gewinner prophezeit habe. In ein paar Fällen lag ich sogar wirklich erstaunlich richtig. Gravity hat abgeräumt in den Kategorien, wo ich sagen muss, da hat es Gravity auch sehr verdient, nämlich Sound Editing, Sound Design, Director natürlich, Alfonso Cuarón und dann natürlich auch noch der Schnitt, wo Cuarón ebenfalls mitgemacht hat. Der Hobbit ist leider leer ausgegangen. Ich fand die Effekte im Hobbit eigentlich ziemlich cool, aber die Visual Effects in Gravity waren halt einfach bahnbrechend und so weiter und so fort. Also jede Menge Blut ist in Gravity reingeflossen und das hat man am Ende dann auch gesehen. Gravity hat bei den Oscars gut abgeräumt. Der beste Film des Kinojahres 13/14 ist 12 Years a Slave. Steve McQueen und sein phänomenaler Cast, unter anderem Brad Pitt, der das Ding auch produziert hat, und Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch ist, soweit ich weiß, auch dabei gewesen. Und ich werde ihren Namen jetzt einblenden, weil ich habe schon wieder total vergessen, wie sie heißt, aber wieder mal eine schwarze Schauspielerin, die als Supporting Actress reinkam und abräumte. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, ob ich den Film überhaupt sehen werde, weil ich diese Art von Filme einfach nicht anschauen kann. Dieses Mitleidsdrama. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu nah am Wasser gebaut bin oder einfach zu wenig Gefühle zeigen will, aber diese Filme fand ich schon immer ein wenig downbeat. Ich habe ja keinen der Songs gehört bei dieser Oscarverleihung, also für die Oscarverleihung. Ich habe sie dann erst am Abend gesehen, als sie performt wurden. Und in dem Augenblick sagte ich Frozen Words. Falls ihr den Song noch nicht gehört habt, uiuiuiui, den müsst ihr euch anhören. Das ist wirklich ein phänomenales Lied. Der eine Song, Happy, Happy, ja, aus Despicable Me 2. Da muss ich sagen, da habe ich etwas gesehen, was ich noch nie oder fast nie bei den Oscars gesehen habe. Wenn ein Performer auf der Bühne steht und meint, Come on, stand up! Und alle stehen auf, das war einer der wenigen Momente an dem Abend, wo ich mir gedacht habe, so, ach, die Steifärsche stehen auf, das ist so cool. Und das ist mir allgemein aufgefallen bei dieser Oscarverleihung. Sie war so locker, sie war so ungezwungen. Aber apropos ungezwungen, springen wir auf gezwungen. Uiuiui, Harrison Ford sollte drei Filme für den Best Picture Award vorstellen und oh mein Gott, ich weiß jetzt langsam, was ein paar Kritiker meinen mit, der holt sich einfach nur noch seine Paychecks ab. Ich meine, wie er da stand und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er vielleicht auch ein bisschen was getrunken hatte. Ich weiß es nicht genau. Categories. We can have the whole bunch of blood. Yes. Categories. Ich habe mir gedacht, ei, du warst Han Solo. Ah, whatever. Das, was ich natürlich noch erwähnen muss, ist, dass Leonardo DiCaprio mal wieder leer ausgegangen ist und bestätigt meine Theorie in kleinster Weise schon. Ich habe ja gesagt, dass sie ihn nur
nominieren, damit er auftaucht, was allgemein bei den Oscars der Fall ist. Und ich habe mir halt gedacht, eieieiei, der wird seinen Oscar ganz bestimmt nicht bekommen, denn sobald er einen Oscar bekommt, wird er nur einer von wenigen Oscar-Gewinnern sein, ich meine einer von vielen Oscar-Gewinnern, und das macht dann die Veranstaltung nächstes Jahr dann ein wenig uninteressanter, wenn halt Leo jetzt wieder nominiert wird, aber dieses Jahr hätte gewonnen. Das heißt, dann hätten sie gesagt, ja, whatever, ich habe jetzt gesehen, wie er seinen Oscar mitnimmt, whatever. Cate Blanchett für Blue Jasmine, habe ich richtig geraten. Was gab's noch? Was gab's noch zu erzählen? Es ist eine super Veranstaltung gewesen. Und wo wir gerade noch von gezwungenen Dingen sprechen. Will Smith hat den Oscar für das Best Picture rausgegeben und da habe ich mir gedacht, ah, come on. Oh, come on, let's see what you did there. Ihr versteht, das ist absolut super weltliche Propaganda. Aber es hat funktioniert. Das ist das Schöne an den Oscars, da sie auf einer Live-Bühne quasi diese Magical Moments einfangen und kreieren. Und es ist mir dann auch egal, inwieweit das irgendwie gespielt ist oder ein bisschen rausgezogen. Es funktioniert. Es toucht mich hier, es toucht mich hier. Und der Smack-Talk am Anfang, dann die vielen emotionalen Momente, die Hochs und Tiefs. Und natürlich immer, wenn sie sagen, thank God, dann wissen wir jetzt mittlerweile, dass da der ein oder andere Star einen Shot trinkt. Ellen DeGeneres hat ja am Anfang der Oscar-Verleihung folgenden Satz von sich gegeben und den fand ich eigentlich richtig bisschen an der Grenze, aber auch ziemlich lustig und vielleicht wusste sie ja auch schon, wer hier gewinnt. Okay, there are two options tonight. First, 12 Years a Slave is going to win Best Picture. Or second, you're all racist. Ach, ich liebe den Oscar-Smack-Talk. Eines muss ich mir leider persönlich eingestehen, eine kleine Watschen an mich selber. Ich habe nicht mal gewusst, dass John Williams dieses Jahr nominiert wurde für seine Musik für The Book Thief. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, whatever, der Typ hat 50 Nominierungen mittlerweile. Das ist nicht so schlimm, wenn ich es mal verpasse, dass der Mann nominiert wurde. Musik ging übrigens auch an Gravity. Da muss ich sagen, da gab es bessere Alternativen, aber Gravity ist schon nice. Ist nice! Okay, alles klar, das waren so meine Gedanken, Impressionen und ein kleines Review über die diesjährigen Oscars. Lass mich deine Gedanken wissen, schreibe sie unten in die Kommentare rein. Hast du die Oscar-Verleihung live gesehen oder eine Aufzeichnung? Ich musste sie mir jetzt von 8 bis 13 Uhr anschauen, weil ich halt, ja, ich wollte schlafen. Alles klar, schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Vorschlag. Was haltet ihr davon, wenn wir so eine Art Traxation Award machen? Wir, die Filmfans. Was haltet ihr davon, wenn ihr dann in die Kommentare ein Voting reinschreibt oder so und dann kommen dann die besten Filme in den einzelnen Kategorien, die wir uns dann noch ausdenken werden zusammen. Was haltet ihr davon, von dieser Idee? Lasst es mich wissen. Ah ja, auch noch so eine kleine Sache. Wenn die Leute den Oscar in der Hand haben und gerade ihre Dankesrede machen, dann achtet mal drauf, was das Letzte ist, was sie alle tun.